Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder und Jugendliche, mein Name ist Stefan Keller. Mein Beruf ist Flöte spielen und Flöten unterrichten. Und ich möchte euch gerne etwas über das Instrument erzählen und auch kurz zeigen, was es ist. Querflöte, wie wir sie kennen und hören, sieht eigentlich so aus. Eine Querflöte für Schüler oder so ist etwas und die tönt so. Und um dort hinzukommen, oder wenn man eben neu anfangen mit dem Instrument, dann braucht es eine Querflötenlehrerin oder eine Querflötenlehrer, der euch hier unterstützen kann beim Ganzen. Und für Kinder gibt es auch kleinere Querflöten. Die mit dem Bogen hier ist dank dem Bogen kürzer, hat aber schon die Mechanik dran wie eine ausgewachsene Querflöte und tönt auch gleich. Bis man also zu etwas kommt, wäre es nicht schlecht, zum Beispiel etwa in der zweiten Primarschule zu sein. Es ist ganz praktisch, wenn man schon Kenntnis hat mit Blasinstrument. Das kann Blockflöte sein. Das hilft enorm nachher, um das Instrument zu lernen, weil man schon eine Ahnung hat vom Rhythmus, vom Blasen, vom Drucken. Querflöten ist eines der ältesten Instrumente überhaupt. Es gibt es über seit 30'000 Jahren. Und der Vorgänger von der heutigen Querflöte sieht so aus, dann sehen wir, es ist ein Holzblasinstrument. Einfach zum kleinen Einblick haben, warum das ein Holzblasinstrument ist, obwohl das heute ja nur noch Metall ist. Das ist einfach geschichtlich bedingt. Wenn jetzt jemand von euch das Instrument lernen will, dann kann ich empfehlen, in der Gegend, wo ihr wohnt, schaut, gibt es eine Musikschule. Über die Musikschule, dort hat sicher Querflötenlehrerinnen oder Lehrer. Oder wenn das nicht möglich ist, auch privat. Und für Erwachsene, die wollen wieder einsteigen oder neu anfangen, kann ich das genau gleich empfehlen. Und hat mich jemand gefragt, was ist denn das Beste mit Noten? Improvisieren würde man gerne. Ich finde es gut, eine Kombination von beidem. Also Querflöte einerseits mit einfachen Improvisationen lernen oder mit Noten dazu oder beides ein bisschen kombinieren. Es nützt einem halt enorm viel, wenn man ein bisschen etwas von Tonarten, von Tonleitern und so weiss. Jetzt wünsche ich viel Vergnügen. Ich spiele noch ein kurzes Stück zum Schluss spielen. Und wenn ihr mehr wissen wollt, ihr wisst jetzt, wo man nachfragen kann.